Überraschung! Heute dürft ihr für einen Tag unsere Eltern sein. Ich will rutschen. Guck gleich alles voll laut. Max, hast du den Chef für dich, Kiko? Geld! Langsam. Langsam. Wow. Wir sind jetzt hier im Kaufhaus. Darf sich jedes Kind natürlich noch mal ein schönes Spielzeug oder eine Sache aussuchen. Zittler, die Shark Edition. Mein Energielevel ist wirklich bei null. Ey, wo sind wir gerade? Bei wie viel? 892,18. Das war gerade ein Dubai-Trip. Wir müssen jetzt direkt so schlafen, gell? Ohne Palabra, Alter. Ist klar, Leute, ich bleib bei Max zu Hause. Oder du kannst ruhig schlafen gehen. Max und Mo waren gute Eltern. Wir waren mit drei Kindern unterwegs. Das kostet richtig Energie. Energie. Weil der Mo hat euch wirklich der was Schönes zu dir erzählen. Warum kann ich nicht eine Geschichte auf meine Zeit erzählen? Weiterstand. Ja. Lest du. Warum nicht du? Ich will, dass du liest. Hallo Max, hallo Mo. Heute wollen wir uns bei euch bedanken, dass ihr die ganze Zeit so toll mitgearbeitet habt. Ja, schreibt weiter. Und alle Challenges so gut erledigt habt. Ja, deswegen, meine Karriere deshalb steht vor dem Factory Studio eine Überraschung für euch. Alle da. Niemals. Ja? Was? Ja. Ey, ist jetzt gerade ernst? Alte Quadruporte. Ey, ist gerade ernst oder macht ihr nur Spaß? Ey, mach mal auf, der muss aufstehen. Wir haben uns verarscht. Ich hatte gerade den Maserati. Was ist das? Ein Geschenk. Ich schwöre auf alles, ich krieg nie Geschenke. Ah, Lee, seid süß. Aber was ist da drin? Ich bin aufgeregt. Olle! Helf mir! Nein, Digga, da bewegt schon was an dir. Du bist nicht verarscht. Nein, Digga, ich trau diese Produktion nicht. Ey, ich hab von Paranoia gerade nicht schauen. Ey, vielleicht ist was Geiles. Ich hasse es die ganze Zeit. Ey, okay. Vielleicht ist was Eins. Geiles. Zwei, drei. Wow! Überraschung! Hallo, meine Hallo. Süßen. Alles gut? Hi. Wer bist du? Ich bin der Mo. Hallo. Hallo, Mo. Hallo. Wie geht's? Hallo, Max. Ihr habt gerade aber nichts gehört, oder, was ich gesagt habe? Hallo, Onkel Max. Hallo, Onkel Mo. Heute dürft ihr für einen Tag unsere Eltern sein. Wir freuen uns so sehr. Ihr müsst nur eines wissen, wir sind total unausgelastet und wir haben Hunger. Wir müssen bestimmt bald Pipi und Kaka machen. Mal, er musste schon. Hast du Pampers? Hast du Pampers? Nein, nicht. Nein, du hast keinen Pampers. Mal, er ist schon vier. Bist du schon vier? Ja. Okay. Was wollt ihr jetzt machen? Komm, ich helfe dir hoch. Oh. Auf was hast du Lust? Im Indoor-Spielplatz zu schreien. Indoor-Spielplatz? Ja. Wo ist der? Was ist Indoor-Spielplatz? Ist ein Spielplatz von innen drin? Ja, wahrscheinlich schon. Der Mord aus dem Trommelkopf. Es ist ein Spielplatz, nur groß, nur innen drin. Okay, dann gehen wir, wollen wir da hinfahren? Ja. Guck mal, die Zähne. Ich mag's immer kein Okay, dann gehen wir jetzt Indoor-Spielplatz. Ja. Guck mal, der macht jetzt gerade nur noch. Das meine ich, guck, das geht jetzt wieder auf meine Kappe. Gehen wir jetzt diese indische Spielplatz, wenn du willst. Wie heißt du? Saniel. Saniel? Lia. Lia. Maila. Maila. Sag mal, was du auch bist. Ein Ringer. Woran hast du es erkannt? Die Ohren? Die Ohren? Pass mal an. Pass mal an meine Ohren. Ah! Ein Spaß. Komm, wir gehen. Komm, Maila, Lia. In welches Auto wollt ihr gehen? Deiner. Ich möchte Moos Auto. Aber Max hat ein sehr teures Auto als meins, gell? Okay. Wollt ihr den sehen? Der ist sogar Gold. Wir können da drinnen auch essen. Ihr dürft da drinnen spielen, ihr dürft auch in den Sitzen malen, wenn ihr wollt. Aber ich ihr könnt nur in mein Auto rein, wenn ihr die goldenen Zähne berührt. Der Dick. Du auch? Aber vorher noch mal. Ey, braucht ihr Babysitze oder wie das heißt? Nein, Kinder. Erwachsene. Erwachsenensitze. Kindersitz mag ich. Ach, hier sind Kindersitze. Unsere tolle Produktion hat Kindersitze besorgt. Seid ihr ready? Ja. Bist du ready, Max? Haben wir eine Wahl? Nein. So, meine Schatzis. Okay. Wow. Wer ist euer Lieblings-Superheld? Und du. Ich? Beide. Hallo. Wie viele Kinder hat Mo? Was glaubt ihr? Zehn. Zehn. Alle. Jungs, hättet ihr uns nicht noch eine Stunde länger fahren können? Ah. Warum willst du seine Hand? Wieso willst du seine Hand, Maila?
Schultern. Ja. Und immer, ihr wisst Bescheid, immer den goldenen Zahn berühren oder die Diamanten. Die kleinen süßen Fingerchen. Guck mal hier. Gehst du runter mit deinem Kopf? Ich will rutschen. Ich seh's jetzt schon. Ich will mit Mo auf jeden Fall auf diese Rutsche. Hier rein. Man darf mit Kindern nie unterwegs sein, wenn man auf Diät ist. Ich rutsch gleich ganz voll laut. Mach doch mal. Komm. Max, hast du den Chef mit sich, Kika? Im Auto. 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 Auf der Auto, Gott sei Dank. Geld. Geld. Ey, haben wir noch Chips? Alter, was ist denn Sitz? Nee, nee. Steigen Sie, fahren Sie Motorrad, ich fahre dann mit dem an. Gerne. Alle. Ich geh nicht mehr. Sit! Ey, wir gehen jetzt raus. Es hängt. Der hängt. Soll ich? Es hängt. Langsam, langsam, langsam. Langsam. Kannst du fahren? Ja. Oh, ey, meine Füße. Ey, warte mal, meine Füße. Aber guck mal hier an. Wow. Auf die Plätze. Warte. Fertig. Fertig. Los. Halt fest. Los. Ja. Halt fest. Ja, warte. Jetzt wird's schwierig. Weg vom Gas, weg vom Gas, weg vom Gas. Und jetzt rein ins Gas. Jawohl. Hier. Ja, mein Schatz. Jetzt müssen wir wieder ein bisschen runter. Alle, der will uns ran. Wir haben gewonnen, mein Schatz. Wir haben gewonnen. Schneller, du musst schneller, schneller, schneller. Das wird immer schneller. Ja. Ja. Wir haben gewonnen. Verloren. Pech gehabt, Bruder, du hast verloren. Ey, bleib doch mal langsam, ey. Vorsicht, Vorsicht, Rolle. Ey, das ist schon steil, gell? Los. Komm, du musst ihn auf den Boden bekommen. Da muss ich Abfluss abklopfen. Du hast gewonnen. Ja! Ich brauche auf jeden Fall Energie. Bei den Kids, die haben Duracell, ist unendlich. Wir müssen jetzt was essen. Wir essen jetzt, Kids. Essen wir was. Okay. Hast du Hunger? Ja. Bitte. Dreimal Pommes. Mit wer will Ketchup? Hände hoch. Wer will Millionär werden irgendwann mal? Ich will lieber doch mit Ketchup vergessen. Max und Mo. Ja. Ich will, dass ihr uns in den Spielzeugladen bringt. Und dann können wir uns alle was aussuchen. Was? Den Spielzeugladen. Ja? Okay, wir holen. Ich glaube, diese Art von Konzept ist wohl mit einer der geilsten Sachen für Eltern, die man haben kann. Die Kinder können spielen. Ultra geil. Die Kinder hatten richtig viel Spaß. Ich habe das Gefühl, der Akku der Kids ist einfach. Ey, der ist niemals leer, es geht direkt noch weiter. Max hat mir Andeutung gemacht, ob wir ein Kind adoptieren. Ich glaube, das ist zu weit. Jetzt geht er zu weit. Wir schlagen uns, glaube ich, recht gut. Als Onkel. Wir laufen jetzt mal. Ihr kennt die Regel. Wir müssen die Goldzähne anfassen, damit wir ins goldene Auto können. Jetzt, wo ihr alles angefasst habt, könnt ihr. Ja. Ich kann nicht mehr, das ist zu brutal. So, wir sind jetzt hier im Kaufhaus und zu guter Letzt darf sich jedes Kind natürlich noch mal ein schönes Spielzeug oder eine Sache aussuchen. Nach Wahl, komplett frei nach Wahl. Wollt ihr ein iPhone haben? Ja. Ich bin ein iPhone. Geh mir. Kennst du überhaupt iPhone, ja? Super Toy Club. Ey, guck mal, wie viele Barbies. Hier, Zittler, die Shark Edition. Du hast gesagt, die Sharks Edition. Rucksack. Wir brauchen einen schönen Schulrucksack, gell? Und ich mag erst einen von den Riesen. Den hier. Ich mag die zwei. Kannst du haben, mein Schatz. Ey, du wolltest doch eine riesige Burg haben. Eine Rapunzelburg. Ey, ist das ein YouTuber? Ich will da auch mit drauf.
Hey, darf ich auch mit drauf? Hi. Diese Puppen sehen gruselig aus. Was ist das? Wollt ihr mir sagen, ihr habt keine Angst, wenn das Ding so in der Ecke steht, so, hi. Wollt ihr ein Polizeiauto haben? Mein Energielevel ist wirklich bei null. Das ist krass. Hier ist ein Pferd, sie will ein Pferd, Mo. Das kriegst du auch. Alter, was ist das für eine Saw-Maske? Die ist geil. Die will eine Rolle haben. Was gibt's noch? Ey, willst du es wirklich haben oder hast du jetzt nur ja gesagt? Lauf von Gang zu Gang, ihre Meinung ändert sich von Gang zu Gang. Komm. Hallo. Ich kann mit Nintendo ausspielen. Das, die Nintendo kriegt man da vorne. Ja, aber du brauchst noch Spiele, mein Schatz. Hol Spiele. Ich habe Nintendo ausgesucht. Vor ein paar Spiele. Ja, dann hol die. Ich hole eins. Hol. Mario Kart hol dich. Aber die ist doch zu groß, oder? Ich hab mir die schon immer gewünscht. Wenn du sie dir immer gewünscht hast, dann nimm. Hey Jungs, kennt ihr noch Super Toy Club? Das war für jedes Kind, auch als ich klein war, der absolute Traum, dass man einfach durch so einen Store laufen kann und alles, was einem gefällt. Yes, und genau das passiert. Du nimmst dir was und es gehört einfach dir. Ist das nicht brutal? Scheiße. Ich will selber hier durchlaufen und alles nehmen. Falls es Leute gibt, die auch für Erwachsene dieses Toy Club machen wollen, ich mag es schon zur Verfügung. Bitte. Ja. Weil wir haben gerade wirklich nichts außer Training und Mikrofon zu rappen. Okay, das ist alles für dich. Ich habe noch zwei Tüten geholt. Aber willst du diese Tüten haben? Okay. Ja, das. Ich glaube, da wird doch gleich was kommen. Holla. Holla. Hey, die hat einmal ein Musikstudio geholt. Alter, was kostet das Spiel? 50 Euro, Digga. Ja. Ey, egal, hol noch ein Spiel für den Abend. Warum ist das Schwert so wichtig? Kennst du das? Das ist gut. Ein 3D-Schwert. Okay. Ey, wo sind wir gerade? Bei wie viel? 449. Bei 449. Kann ich irgendwann stoppen? Haben wir eine Wahl? Haben wir eine Wahl? Ich glaube, das war's, ja. Wenn du jetzt stoppst, gell, die werden hier zusammenbrechen. Ja. Wieso habt ihr keine Tiere genommen, die so Geräusche machen? Maya, guck mal da. Wo ist die Idee? Danke. Und ich? Keine Alter. Ey, keiner sagt nur Danke, alle diese Rassisten. Okay. Danke, ich halte es. 892,18. Soll ich nicht helfen? So. So. Ey. So, der Tag. Alter. Das war gerade ein Dubai-Trip. Wir waren gerade in Dubai. Danke, danke, Mo. Danke, danke, Mo. Komm her. Ohne Spaß. Die Kids sind richtig happy und das geht alles vollkommen klar. Was könnte schöner sein, als kleine Kinder fröhlich zu machen? Und das geht vielleicht manchmal in Geldbeutel, aber so ist es halt. Ich glaube, wir haben noch keine Kinder, aber die Kids freuen sich. War auf jeden Fall ein geiles Weihnachtsabend. Erst wenn die goldenen Zähne angefasst werden, können wir das goldene Auto aufmachen. Ihr wisst, wie es ist. Myla. Myla. Sie heißt Lea, gell? Alles angefasst und dann mit den dreckigen Pfoten in seinem Maul. Ja, mein Schatz. Wieso müssen wir da die goldenen Zähne mal anfassen? Wie gern würdest du wieder Kind werden, Mann. Komm. Danke. Okay. Schön, mein Schatz. Komm. Tja, so ist das. Steig ein. Du musst auf der anderen Seite, mein Schatz. Das war ein langer Tag und Mo und ich müssen auch irgendwann ins Bett. Davor müssen wir aber erstmal die Kids ins Bettchen bringen. Was soll ich sagen, wir sind einfach platt. Keine Energie mehr, kein Cash mehr, alles flöten gegangen. Bei über 1000 Euro wäre ich auch platt. Aber Mo will Ihnen noch was vorlesen, habe ich gehört. Wir müssen jetzt direkt sowieso schlafen, gell, ohne Palabra, Alter. Ja. Ist klar, Leute, ich bin heute bei Max zu Hause. Die sind gerade in seinem Zimmer. Oder du kannst ruhig schlafen gehen. Okay, ich gehe gleich. Aber ich will heute oben schlafen. Jetzt haben wir Bescherung. Die Kinder können jetzt alles auspacken. Hallo. Hallo. Hallo, das ist ein Griff. Guck mal. Du Kleines. Max und Mo waren gute Eltern. Wir haben auch gut auf die gehört. Eine Karte, Torbert. Gibt es irgendwas, was du Max und Mo noch sagen willst? Hast du irgendwelche Worte an Max und Mo? Gerne glücklich sagen. Also ich erhalte im Leben sehr wenig Geschenke. Als ich das Geschenk gesehen habe, wusste ich,
dass sich da irgendwas Krasses befinden muss. Ich hätte nicht gedacht, dass da drei kleine Kinder sind. Nee, überhaupt nicht. Ich bin niemals auf Kinder gekommen. Niemand, Kinder da. Wie lange haben die da gewartet? Ja, Geld, wie lange haben die da gewartet? Wie lange haben die da gewartet? Was? Zwei Tage haben die drin gewartet. Hey. Ich hab mir einen Nerv eingeklemmt bei dieser Bahn. Ich muss mich auf jeden Fall morgen schröpfen lassen. Komm her! Hallo. Sie hat erstmal Wichtigeres zu tun. Ja. Die härteste Challenge, und das wird mir heute auf jeden Fall wieder bewusst, ist einfach die Energie, die Eltern mitbringen müssen, Tag für Tag, dass man Kinder glücklich macht. Heute waren es drei Kinder, wir waren mit drei Kindern unterwegs. Das kostet richtig Energie, das kostet richtig Energie. Dennoch kann ich mir nicht vorstellen, dass man irgendwo besser Energie investieren kann wie in Kinder. Safe. Von daher großen Respekt an alle Eltern da draußen, die wie gesagt Tag für Tag für ihre Kinder kämpfen, dass es ihnen auch an nichts fehlt und an nichts mangelt. Davor habe ich großen Respekt. Wir beide haben vorhin drüber gesprochen. Das Riesenrespekt und Chapeau an alle Eltern da draußen. Das war ein sehr krasses Erlebnis. Die Eltern waren ja auch die ganze Zeit da. Also das nicht, dass da draußen die Zuschauer irgendwie den Eindruck haben, ah ja, die Kinder werden jetzt einfach mal abgeschoben und müssen mit Leuten unterwegs sein. Die Eltern waren die ganze Zeit da. Die Kinder haben sich auch immer sicher gefühlt. Und natürlich gab es auch den einen oder anderen Moment, wo die Kinder zu ihren Eltern wollten. Das konnten sie auch jederzeit. Der schönste Moment an diesem Tag war, wo man die Kinder glücklich gesehen hat. Bei den ganzen Spielsachen. Auch wo die gegessen haben, wo die da in diesem Spiel, wie heißt es, Inderpack? Wie heißt dieser Pack? War geil, war sehr schön. So, wir haben jetzt Bettgang. Wollt ihr eine gute Nachtgeschichte? Okay, legt euch alle ins Bett. Okay. Auf. Mo, guck mal, ich hab. Nein, du musst eine Geschichte. Schlafen, dann kaufe ich noch mehr Geschenke. Guck mal, was er machen kann. Aber das darfst du niemandem sagen. Guck. Okay. Aber komm, geh hoch ins Bettchen, Bettgang. Baby. No, mein Baby. Okay, nein. Okay, dann bleib wach. Du kannst auch ein bisschen wach bleiben, okay? Du kannst spielen, aber der Mo liest was vor, okay? Hey, Batman, geh mal hoch jetzt. Ich würde sagen, du liest vor und ihr hört zu, weil der Mo hat euch wirklich was Schönes zu erzählen. Warum kann ich eine Geschichte aus meiner Zeit erzählen, im Weiterstand? Der kleine Siebenschläfer kommt in der Schule, okay? Kann wunderbare Netze spinnen, sie ist eine richtige Künstlerin. Sehr gut. Hörst du? Niemand kann sich den kleinen Igel vorstellen. Er ist sehr stachelig und, ja. Du weißt ganz gleich, was dran ist. Nein, super. Schläfst du dabei ein, ne? Doch, doch, bestimmt. Meinst du, die werden müde. So wie ich es gerade sage, rennen die gleich hier raus. So, Leute, das war's heute mit unserem Format. Das war sehr, sehr, sehr unterhaltsam. Mir hat es richtig gefallen. Ich glaube, bis jetzt war das eine meiner besten Projekte mit Max, die ich gemacht habe. Sagen, die Kinder müssen aber jetzt auf jeden Fall ins Bett. Auf jeden Fall. Ich muss zur Arbeit. Hin. Ja, okay. Du hast gemeint, du pennst heute hier. Ja, ich schlafe heute hier, aber nur mit dir zusammen. Ja, deswegen hier, leg dich hin. Ja, das ist meins. Vergesst nicht auf jeden Fall, den Channel zu abonnieren, aktiviert die Glocke und seid gespannt. Es wird auf jeden Fall ein sehr unterhaltsames Video. Lasst ein Like und ein Abo da, wenn ihr es nochmal sehen wollt. Checkt rein. Oh yeah.